Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um Sodium-Lauretsulfat oder Laurylsulfat und wie schädlich das für die Haut ist. Ja, Sodium-Lauretsulfat, Sodium-Laurylsulfat, was ist das eigentlich? Wer das noch nie gehört hat, es ist ein Tensid. Und was ist das nun wieder? Ein Tensid ist eine waschaktive Substanz, die bindet Schmutz und wirkt fettlösend. Und das ist genau das, was in Shampoos und Duschgels und Zahnpasta und Seifen und Waschmittel enthalten ist, damit es eben schön sauber macht. Das ist auch das, was schäumt. Das heißt, wenn ihr so einen Badezusatz in die Badewanne schüttet und es schäumt so ganz toll und ganz schön, das ist Lauretsulfat und Laurylsulfat. Das ist allerdings umstritten bzw. auch bekannt als schädlich, denn diese Stoffe, diese Tenside, diese chemischen Tenside sorgen dafür, dass die Hautbarriere geschädigt wird. Also es sorgt dafür, dass die Haut an sich ihre Fettigkeit, ihre Grundfettigkeit verliert und dadurch wird sie geschädigt und ist anfällig dann für Juckreiz, für Trockenheit, Hauttrockenheit, für Schuppenbildung und für andere Hautkrankheiten. Ja, die Hautbarriere schützt ja die Haut davor, dass sie krank wird, dass keine Pilze oder Bakterien die Haut befallen können. Und wenn ich diese Hautbarriere regelmäßig durch regelmäßiges Waschen oder Duschen mit eben lauretsulfathaltigen Substanzen schädige, dann kann es passieren, dass ich dort einfach meine Haut schwäche. Gleichzeitig ist es so, dass die Haare dadurch auch geschädigt werden. Die Haare haben ja normalerweise so eine natürliche Fettschicht. Wenn es zu viel ist, dann ist es nicht mehr schön, dann muss man es waschen. Aber wenn es gar nicht da wäre, ist es eben auch nicht gut, weil die Haare dann dünner werden, brüchiger werden und auch anfälliger werden für Probleme. Also aus dem Grunde schadet man auch den Haaren damit. Und das ist der Hintergrund, warum wir versuchen, möglichst freie Produkte zu haben von Lauretsulfat und Laurylsulfat. Es gibt unterschiedliche Schärfen oder Stärken. Es gibt zum Beispiel auch diese Koko-Laurylsulfate, die sind auch nicht so gut, aber die sind, ja, weil Koko dabei steht, die sind halt schon so mittelmäßig. Und es gibt sanfte, die heißen dann meistens Glucoside. Also diese sanften Tenside nennen sich Glucoside. Wenn ihr bei den Produkten oder wenn ihr Produkte kauft, wenn ihr das schaut, schaut auf die Rückseite. In dem Kleingeschriebenen, da entdeckt ihr das. Ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr so Bioprodukte kauft oder Naturprodukte kauft, da ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit dann schon nicht mehr das giftige Zeug drin, sondern nur noch diese milden Varianten. Aber bitte prüft's. Wir werden eine Auflistung in der Beschreibung machen mit den verschiedenen Bezeichnungen, die eben aggressiv sind oder mittelmäßig oder mild. Dann könnt ihr dann da euch entsprechend daran orientieren, was in eurem Shampoo enthalten ist. Problem ist, dass in der Zahnpasta zum Beispiel, wenn die Hautbarriere in der Zahnpasta geschädigt wird, in der Schleimhaut, dann kann es zu diesen schmerzhaften Aften kommen. Diese kleinen weißen Stellen, die so unglaublich wehtun und schwer weggehen. Das ist oft eins der Gründe, ist dieses Lauretsulfat, dieses schäumende Zeug in der Zahnpasta. Also da bitte aufpassen. Noch eine weitere Anmerkung. Es ist so, dass Lauretsulfat an der Haut durch Reaktionen Dioxin abgibt. Dioxin, nicht verwechseln mit Dioxid. Das Dioxin gilt als krebserregend und sammelt sich dann im Körper unter Umständen und kann Schäden verursachen. Ja, der Körper ist so geeignet, dass er oder so geneigt, dass er die ganzen schädlichen Substanzen, die auf ihn eintreffen, oral oder über die Haut oder wie auch immer, dass er die irgendwo meistens sammelt. Die werden irgendwo hingeparkt. Und wenn es dann da zu viel wird, gibt es Probleme. Oder die Leber soll es entgiften und dann sammelt sich es im schlimmsten Fall in der Leber oder schädigt die Leberzellen. Und es kann eben dann auch zu einer erhöhten Krebsneigung führen. Also Leute, wenn ihr für die Natur seid, wenn ihr eurem Körper was Gutes tun wollt, achtet auf diese Lauretsulfate. Wir persönlich arbeiten am liebsten mit den Produkten von Hair Resource. Da ist überhaupt keine Chemie drin. Da ist nichts Chemisches drin. Das ist die Basis, sind effektive Mikroorganismen und die Produkte, die erstellt haben. Das heißt, am Ende haben wir da ein Shampoo oder eine Waschsubstanz, die wirklich 100% bio, 100% natürlich ist und gut funktioniert, und das ist auch etwas, womit man sehr gut sich waschen kann. Also wer da Interesse hat, wir werden das auch mal in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr euch dann entsprechend euch das Ganze anschauen. Ja, bleibt wachsam, bleibt gesund. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn ihr Lust habt, folgt uns auf Telegram. Dort bekommt ihr auch regelmäßig gute Informationen. Schreibt euch in unseren Newsletter ein über unsere Website. Folgt uns auf Instagram oder Facebook. Liebe Grüße, der Matthias. Macht's gut.